So, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy. Und die nächste Mission, die uns jetzt gleich ans Haus steht, haben wir eigentlich irgendwas, was wir machen könnten? Flussgrasen? Alle Kerikampflanzen? Okay. Also wir müssten mal raunen. Gut, also Pflanz und Ernte Flussgras, das müssen wir noch irgendwann mal machen. Filipendo kriegen wir dafür. Was machen wir denn heute? Das hätten wir noch. Hier hätten wir noch 13 Dings. Schönes Bild da. Von Liebe. Schwierig gerade. Wir machen mit damit weiter. Mit der Mission wieder auf dem Weg. So, ich guck mal kurz wegen einer Karte. Karte von Hogwarts. So, dann gehen wir mal zu Molfiggi. Warte, Sekunde. Mal, da ist der Dings. Eine Seite. Nehmen wir mit. Nummer 7. Wie viele Karten haben wir überhaupt schon mittlerweile? Wie viele Dings haben wir mittlerweile? 9. Nee, Quatsch. 30 haben wir. Oh, warte mal, da ist ein. Ist der oben lang jetzt? Da, ja. Da ist ein Schlüssel. Da ist er. Großartig. Erwischt. So, eine weitere Hausmarke. Das kann ich, wie viel wir mittlerweile haben. Ich weiß gar nicht, wie viele mittlerweile haben. 9? 10? Jetzt habe ich der Schüssel gerade so ein bisschen aus dem Kopf rausgebracht. Wieder hoch oder was? Ja. Nee, warte mal, wir müssen runter, ne? Hier ist wieder ein Schlüssel. Muss ich denn da, muss ich jetzt eigentlich hochrennen oder was? Ich weiß das nicht mal. Ja gut, der Schrank ist hier vorne. Das ist jetzt nicht wild.
Warte mal. Da ist noch Seite 3, die Seite. Die Aschenurne, 9 von 25 haben wir jetzt. Jetzt haben wir in kurzer Zeit mal wieder zwei neue Handbuchseiten gefunden. So, und jetzt mache ich mich mal wieder zu Professor Fick auf, weil das wird uns zu lang. Aber ich kenne mich, da kommt wieder irgendein Mist dazwischen. So viel zum Thema. So, Türchen offen. Unterrichtsstunde Alchemie. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier ist bestimmt eine Handbuchseite drin. Okay, der Säcker, dass da irgendwas ist. Sag ja, da kommt immer irgendwas dazwischen hier. Und der nächste. Ich sag ja, es gibt wieder irgendwelche Dinge zu erkennen, zu finden. Was ist denn der Schrank? Hier hinten. Vielleicht haben wir jetzt nochmal zwei gekriegt. Jupp, das war zu schnell. Erwischt. Eine weitere Hausmarke. Ich will doch nur zu Figi. Ich will doch nur diese Aufgabe lösen. Mann. Ich wollte gerade sagen, komme ich hier nicht hoch? Rebellion. Hätte klappen können. Mir fällt gerade auf, ich bin im falschen Flurfeuer gelandet. Aber dann hätten wir nicht ein paar Sachen gefunden. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe. Und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, einen solchen Schüler zu haben. Das kann es sein. Da sind sie ja. Genau, da bin ich. Nach langer Zeit. Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden. Dem Kobold, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Ranrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Boah, schwer zu sagen. Er wirkte aufrichtig. Es ist natürlich schwer zu sagen, aber Sirona Ryan vertraut ihm. Besser als nichts, nehme ich an. Gesetzt den Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Ranrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Ranrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Ranrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Ranrock etwas sucht. Konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Ranrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. So. Leider ist Victor Rookwood ihr Nachkomme. Ein schwarzer Magier. Und im Bunde mit Ranrock. Mein Nachkomme. Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen.
Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Gut, Sir. Ich bin schon unterwegs. Viel Erfolg. Sputen wir uns. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. So. Das war's schon? Also dafür, das haben wir, da haben wir ja relativ wenig gemacht für. Okay. So, kannst mal was gucken. Maske des riechenden Wolfes, Belohnung von Schadensbild der Ausrüstung, beziehe 3 ehrwürdige Gegner, okay. Wahrscheinlich sind das Gegner, die höher sind als wir, wie auch immer. Talente. Dunkle Künste, haben wir irgendwas? Nee, ne? Der Blureffekt haftet etwas länger am Gegner. Das nehmen wir mit. Weil wir Kruz ja sowieso nehmen. So, Inventar. Super! 3 haben wir jetzt auch dazu, okay? Hat sich ja schon mal wieder gut gelohnt, da irgendwas zu machen. Wow, aber gut. Verteidigung, Offensive plus 3. 12 Verteidigung daneben. Wenn ich ehrlich bin, ich behalte immer die bisschen Verteidigung, als die Offensive zu stärken. Mal kurz auch noch irgendwas hier. Und eine Brille. Ne, wieder ein Gegner. Gegenstand. Dann machen wir kurz, dann machen wir das doch kurz. Dann reisen wir kurz mal Raum der Wünsche, dann machen wir die 2 Gegenstände mal kurz. Vielleicht bringt das irgendwas. Dann machen wir was. Danach müssen wir nämlich die Mission mit. Dann würde ich vorschlagen, dann machen wir die Mission mit Deke. Das machen wir gleich. So, warte mal, da war doch irgendwas. Gut, dann gucken wir mal wegen der Ausrüstung eben kurz. Das machen wir auf jeden Fall. Aber ich nehme die Dings auf jeden Fall raus, weil wir brauchen keine Brille. Eher weniger. Warte mal, die Schar braucht man nicht. Warte. Scheiße, bitte. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Nee, Schar braucht aber das nicht. Das war das. Genau. So, gucken wir mal, was die Hüte noch betrifft. Ob da noch mal irgendwas ist. Das ist sehr wichtig, unwichtig. Handschuhe waren noch vielleicht was. Ja, wie gesagt. Ich könnte damit meine Verteidigung schwächen und meine Offensive stärken. Aber ich bin, nee, das ist dann zu heiß einfach. Nee, so passt das erstmal. So, Sammlung. So, Händler. Da.
Wo ein Gegner mit Namen, wie auch immer, getötet, das gar nicht mitbekommen habe. Der Alchemieraum. So, dann haben wir soweit alles, ne, oder? Wir haben noch eine Aufgabe. Das hängen wir sowieso mit dran hier. Das machen wir nämlich als Wirkungsprüfung. Warte mal, Aufträge gucken wir mal gerade kurz. Was haben wir noch? Wir haben noch die, das ist die letzte Aufgabe, um die nächste Herausforderung anzutreten. Okay. Alles andere haben wir soweit erstmal. Gut. Handbuchseiten, da ist wieder irgendwas. Was auch immer. Belohnung eingesammelt. Haben wir geschafft. Da ist noch irgendwas. Hier unten. Zwei Handbuchseiten im Hochland. Hogwarts 25, ja. Ansonsten haben wir jetzt gerade nichts, oder? Was hab ich denn da noch übersehen? Stimmt, hier unten noch irgendwas. Genau. Schwarze Hybride. Alles klar. Gut, okay. Dann haben wir alles. Gut. Dann reisen wir mal kurz rüber zu Schloss Rockwood. Muss ich gerade gucken, wo das ist. Das ist hier unten. Ach Gott, das ist weit weg. Habe ich da irgendwas Freies? Ach, sieht aber so aus, ne? Ja, genau, hier oben. Nach Feldcroft. Da haben wir mit Sebastian, glaube ich, mal gequasselt. Da haben wir, glaube ich, mit Sebastian ein bisschen uns unterhalten. Gut, ich bin dann raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann geht's weiter mit der Mission. Wie heißt es überhaupt? Charles, Rockwoods Prüfung. Naja, einfallsreich. Bis dahin, tschüss.